So, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Forzaton hier in Forza Horizon 3. Und zwar heißt der heute dieses Mal: Fahren hilft uns allen, das stimmt wirklich. Und das im Bild müsste so ein schicker Enzo Ferrari sein, kann man sich immer gönnen. In diesem wunderschönen Freitag heute, ein richtig geiles Wetter. Heute, wieder vier Sachen, wovon ich aber eine schon leider abgeschlossen habe. Ich weiß nicht wieso, ich kann es mir nicht erklären. Aber es halt gestehen, kann ich auch nicht ändern. Und zwar die anderen drei Sachen wären hier noch Selbstverständlichkeit: Verfügen Sie 20 J-Turn-Fähigkeiten, um 70.000 Credits zu erhalten. Ist ein netter Preis für nicht, keine Arbeit, richtig geil. J-Turns liebe ich eigentlich, ist mega einfach. Dann noch keine Schneckengeschwindigkeit: Schließen Sie drei Rennen in einem europäischen Sportwagen ab, den ich gerade fahre, für den Porsche Cayman GTS. Der gab es ja auch noch damals in Forza Horizon 2 und auch in Forza 6. War ein richtiges Teil. Und im Spiel gibt es ja schon den Cayman GT4, quasi eine noch bessere Version, aber so ein Cayman GTS nehme ich auch gerne. Vor allem mit PDK-Getriebe. Und noch spendabel: Geben Sie 200.000 Credits aus, ist ja nichts, um 3 Lose zu erhalten. Achso, und ich habe es auch noch nicht gesagt, heute ist natürlich der Micha. Hallo. Hallo. Ich habe mich quasi ein bisschen verarscht, denn nee, wir machen jetzt heute alles hier im Koop. Und anfangen tun wir, indem ich 200.000 Credits ausgebe. Und dann würde ich sagen, kaufe ich mir einfach mal Lose. Habe ich noch nie gemacht eigentlich im Spiel. 70.000 kostet das. Alter. Da müsste ich ja 3 Lose kaufen. Und ich kann einen McLaren 56S gewinnen. Habe ich schon, aber... damit fällt besser. Okay, 40.000. Kann man machen, muss man aber nicht. So, noch eins will ich haben. Ich kann gewinnen den Ford F150 SVT Raptor Shelby und ich gewinne den auch. Immerhin neues Auto. Ne, habe ich schon. Verkaufe ich lieber. Nimm lieber 40.000 Credits und noch ein drittes los. Dann ist quasi heute schon die Hälfte geschafft. Wenn man das so sagen kann. Jawohl. Da habe ich es auch. Und ich bin 80.000. Ne, 40.000. Achso, ist ja kein VIP-Bonus. Scheiße. Okay. Da war der Haken. Und als nächstes machen wir J-Turn-Fähigkeiten. Und der Micha hier hinter mir, der fährt schon den Cayman GTS. Gutes Stück. In einem wunderschönen Weiß mit roten Felgen, roten Außenspiegeln. Und wie ich sehe, einem schwarzen Spoiler. Nettes Teil. Und mich die Fragen aller Fragen. Hast du Allrad drin? Ja. Ja, ohne geht nicht. Deswegen fahren wir lieber weg und machen wir lieber ein paar J-Turns. Wir können ja theoretisch mal auf die Straße hier links fahren. Weg von der Autobahn. Dann machen wir noch 20 J-Turns. So. Ich drehe schon mal um. Wenn ich weiß, ein J-Turn ist, ihr fahrt einfach volle Kanne rückwärts, also mit Vollgas. Wenn es geht, auch geradeaus. Nicht so wie ich. So. Macht ihr und dann einfach das Steuer rumreißen, in den ersten Gang schalten. Und quasi 180 Grad drehen. Das war ein J-Turn. Machen wir direkt nochmal. Oder Micha, zeig du uns mal einen J-Turn, wie du den machen würdest. Oh, was ist denn hier los? Entschuldigung. Ja, das war kein J-Turn, aber nein. Nee, aber ich brauche Platz hier. Wollen wir nicht lieber auf den Flughafen gehen? Das können wir auch machen. Aber hin teleportieren, ne? Ja, können wir machen, weil da hast du mehr Platz. Also hier ist immer zu viel. Ja, da hast du auch wieder recht. Gesamteinnahmen 111 Millionen. Leider Spielgeld und kein Echtgeld. Ja, auch zu schön. Am Flughafen bin ich jetzt hier. Wo ist denn der Micha? Ach, der fährt. Achso, du hast dich hier... Hab ich doch gesagt. Ja, hatte ich schon wieder vergessen. Ich bin aber gleich da. Ja. Kannst schon mal loslegen. Ich mach schon mal ein paar, weil ich muss ja eh noch alle machen. Hast du den Erfolg schon? Ja. Also J-Turn eigentlich richtig einfach. Dazu müsste auch ein Automatikantrieb am besten sein. Das würde aber, eigentlich auch mit jedem anderen Auto gehen, theoretisch. Also es ging ohne Probleme bei mir. War mit Allrad. Warte, ich blende noch mal kurz den Erfolgstracker ein. Zack. Nein, wir wollen das hier. Wo bleibst denn du? Neben dir. Oh, naja, jetzt nicht mehr. Ah, da. Dann zeig mal, was du kannst. Warte mal, ich geh mal in die Drohne. Und verfolg dich mal. So, kann loslegen.
Und hat's gezählt? Return. Sah wunderbar aus, Alter. Excellent. Ich mach auch noch einen, weil es so schön war. Sogar ultimativer. Und denn die restlichen J-Turns werdet ihr jetzt im Zeitraffer sehen, also bis später. Ultimativer J-Turn. Den habe ich jetzt auch gemacht. Muss doch gereicht haben. Jawohl, hat gereicht. Wir sind wieder zurück hier. Und das gab jetzt 70.000 Credits. Nicht schlecht. Ich meine, ich habe genug, aber nimmt man immer gerne. Ist ja quasi geschenkt hier. Das, also das heißt, war wirklich einfach. Ja, das heißt, uns fehlt noch eine Sache. Die drei Rennen in einem europäischen Sportwagen. Wir sind wieder zurück hier. Und zwar, wir wollten gerade das im Korb machen. Diese drei Rennen gegen dich. Dann in einer normalen Online-Freienfahrt, ging auch nicht. Also muss ich hier schließlich alleine fahren, aber dann bin ich jetzt trotzdem dabei und ich fahre seine Meisterschaft, die er gemacht hat. Wieso geht denn das gerade hier nicht? Warte, Umstrecke, Veranstaltung einrichten. Wieso? Achso, Meisterschaft abbrechen, genau das muss ich machen. So. Wo ist denn die? Da Forza dann April 17 von Michael Katz mit European Supercars. Genau, also das ist aktuell. Mal gucken, was du da geschaffen hast. Ich werde dich hart kritisieren. Das ist das Einfachste vom Einfachen. Nur schönes Wetter, ja, nur eine aber Runde auf, der, auf aber ich habe einen anderen Schwierigkeitsgrad als du, ne? Ich fahre, das ist alles ein bisschen schwerer. Ich habe das auf Expert gefahren. Echt? Du hast schon Experte? Ja. Wenn ich alleine fahre... Du hast aber diesen ersten Platz-Perk nicht genommen, weil das finde ich ein bisschen langweilig. Ja, ich muss nach vorne kämpfen. Okay, nee, das habe ich immer gemacht. Aber du musst nicht gewinnen, Fabian. Ja, ja. Du musst einfach nur fahren. Ich gewinne halt gerne. Okay, ja, ich auch. Wer gewinnt nicht gerne? Hm? Vielleicht noch ein paar Plätze gut machen. Vielleicht noch aufs Treppchen, wird, glaube ich, schwer. Ja, Treppchen wird, glaube ich, sehr schwer. Scheiße, ist mir jetzt egal. Ich will den Perk nicht anmachen, auch wenn ich jetzt, weiß ich, nur 7. oder 8. werde. Okay, ich spring mal zurück. Das geht ja hier zum Glück. Darf man ja auch einmal machen. Das ist eine schöne Strecke, ne? Okay, nee, der Lotus, der geht ein bisschen quer beim Bremsen. Ich meine, der wiegt halt nichts. Ich war gerade mega viel Scheiße. Ich weiß nicht warum. So.
Ist halt ein giftgrüner Lotus, ne? Der ist nicht umsonst giftgrün. Guck ich mal. Also mein Porsche wiegt 1300. Doch, den Lotus hier kommt, den Evora, den zieh ich noch. Komm! Nein, 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 nein! Ey! Oh Mann! Beide? Siebter. Ist halt innerhalb einer Runde nicht so leicht, ne? Darf man so, ich sag mal, nicht so übertrieben schnell wagen. Weil ich auch mal so wenig Leistung. Ich war nur 150 kW. Das ist eigentlich nichts. Naja. Ja, aber du wiegst ja auch nichts. Ja, aber Leistung ist halt aber auch schon wichtig, ne? Irgendwie. Naja, abgeschlossen, abgeschlossen. Wir müssen es halt. Erstmal gucken, hat es gezählt? Muss ich erstmal nachprüfen. Es hat gezählt sogar diesmal. Es gibt's ja wohl nicht. Ja, hatte bei mir vorhin auch ohne Probleme funktioniert. Darauf wollt ihr den Cayman GTS, Alter, ich freue mich da drauf. Ich will den unbedingt haben. Im Kreisverkehr die erste Ausfahrt nehmen. So, hier haben die Endlösteste Rennen quasi. Ostbrücke, Griprennen, auch nicht das Rennen. Oh. Ist da noch Offroad-Abschnitte? Nein! Doch! Nein, also nicht Offroad. Ein bisschen, aber. Nein. Oder halt so Schotterwege. Das ist nicht alles Straße, das weiß ich. Ich bin nicht so blöd, wie ich aussehe. Aber das dauert nicht lange. Ja, das dauert auch wieder. Warte, ich kann ja noch ein Foto machen. Für die Horizon Promo. Ah, so, was war denn da? Ist das der Gremlin? Ach, Porsche 944, ja, ist ja das gleiche. Oh, den habe ich vorhin auch geschossen. Der kommt ja auch bald ins Spiel mit Forza Ton. Ich glaube Ende Juni müsste es sein. Auch zu dem Zeitpunkt bin ich gerade im Urlaub, ne? Oh. Mhm. Na ja, gut. Bleibt ja immer noch das Autohaus bei sowas. So. Gott, ey, der arme Lotus hier Offroad. Meine Karte ist natürlich komplett tief gelegt. So wie es sich gehört. Wow. Das war nicht toll. Vor allem, was ist das da für eine Lackierung vom Z4? Der ist so pink-lila. Was soll das? Schlimmer als meine Lackierungen immer sind? Ja. Okay, Steck ausnutzen würde ich mal sagen. Die Kurve müssen sliden. Würde aber diesmal ein vierter Platz immerhin. Nicht ganz so blamabel. Und 66% Fortschritt. Komma 666. Periode. Aber ich habe dafür die mit Abstand beste Rundenzeit, denn ich bin der Einzige, der unter eine Minute gefahren ist. Ha. Ja gut, aber ich bin gerade hier in der Meisterschaft, das ist nicht, sieht gar nicht gut aus. Der erste hat 32 Punkte und ich 18. Ich habe, glaube ich, außer, wo ich jetzt mit dir gefahren bin, jetzt nichts gegen dich, aber ich habe, glaube ich, außer mit dir noch nie eine Meisterschaft nicht gewonnen. Okay. Aber ich habe auch schon mal das letzte Rennen neu gestartet. Das habe ich schon mal gemacht, ein oder zweimal. Weil es ja wirklich um weiß ich, zwei Punkte ging. Aber sonst habe ich die eigentlich immer gewonnen. Im Let's Play zumindest. Ist ja aber fortzutun, deswegen das zählt nicht. Und Koop zählt sowieso nicht. Ja, also dass das nicht in Koop funktioniert hat, wundert mich. Mich eigentlich auch, weil da steht ja nur Rennen. Das
Man müsste theoretisch alles zählen, wie man ein Rennen fahren kann. Ob Nachtduell oder Straßenrennen, ob Koop, Online-Rennen, Kopf-an-Kopf-Rennen. Also Kopf-an-Kopf-Rennen hat nicht funktioniert. Das habe ich als erstes gemacht. Das zählt definitiv nicht. Natürlich. Es ist ein bisschen schade, aber auch irgendwie so ein bisschen logisch. Wäre sonst wirklich ziemlich einfach. Es gab auch schon mal einen Forzaton, da habe ich Drag Races gemacht. Da hatte das Drag Race auch als Rennen gewertet. Und es sind ja bloß, was weiß ich, 20 Sekunden, wenn es mit dem Dart fährst. Ne? Aber mit dem alten Holen und dem Ford hat das eine Minute gedauert. Und zwar sind wir im Drag Race Nummer 60 zwei sehr, sehr alte Autos gefahren. Das hat sehr lange gedauert, das Drag Race. Fast eine Minute. Und das war Michas Idee. Das war nicht meine, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war Michas Idee. Das war nicht meine Entscheidung. Ja, aber das war doch mal interessant, oder? Aber weil ich nicht bin, habe ich es noch aber gemacht. Schnell kann jeder, aber auch stilvoll. Außerdem wollte ich mal sehen, was so alte Kisten noch... Ich wollte ja mal sehen, was diese alten Kisten noch so können. Nix. Das ist ganz einfach. Fertig. Ja. Frage schnell beantwortet. Dafür Spaß hat es trotzdem gemacht. Naja. Wir schon. Ich hätte noch so, irgendwie so, noch so ein, also was einfügen müssen, so beim Drag Race. Erst fährst du ein bisschen und dann so, irgendwann später. Oder so, 3 Stunden später. Und dann auch mal am Ziel. Hätte ich machen müssen. Kann ich auch noch machen, theoretisch. Das war alles schon geschnitten und hochgeladen auch schon, aber mein Gott. Das ist dann dauert ja nicht so lange. So, drittes Rennen hier in der Meisterschaft. Die ich bestimmt nicht gewinnen werde. Also, es ist doch nicht unmöglich. Aber es ist ja unwahrscheinlich. Genieß einfach die schöne Fahrt. Ist eine sehr schöne Stimmung. Das hoffe ich doch. Nachts. Ja. Okay. Ich gebe mir Mühe. Okay, erst halt deine Nacht. Alter, schalt deine Nebelscheinwerfer an. Ja, sag mal, wo ich die anschalte. Ja, man sieht logischerweise sehr wenig, Alter. Ey, ey! Du! Böser Junge. Man sieht gerade wirklich so wenig. Ich hoffe, ihr seht überhaupt noch was im Video. Wenn nicht, tut es mir leid. Ja, war ganz in Ordnung. Aktuell 9. Platz, ey, furchtbar. Aber noch kommt, aber es ist halt auch noch viel, viel Topspeed-Anteil. Aber meine Kurven kommen noch. Hoffe ich zumindest. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Okay, 10. Sieht nicht gut aus. Ich glaube, 1. wird 11. Was bremst du denn da, du Idiot? Ist das ein TT? Ich glaube schon. No! Ich werde vorbeikommen. Aber auch nicht bremsen. Hallo! Hey! Was macht denn ihr da vorne, ihr beiden? Ja, da regt mich schon wieder auf. Weil Kay wieder Schwachsinn macht. Ja, so. 10. 16 Gang schalten. Ja. Nein, mein Freund. Nein. Jetzt hallo, jetzt zieh nicht. Nein, nicht wegziehen. Das erlaube ich dir nicht. So, mein Freund. Nein, warte, das muss ich mal sagen. Ja, ich darf noch zurückspulen. Ich darf das. Okay, der Wagen geht quer auf einmal. Bei 200. Ist nicht so angenehm, glaube ich. Mann, ey, was ist denn das hier heute? Weil sich die Rennen, die sind gut. Hast du gut ausgewählt? Ja. Nur Auto mein nicht dann unbedingt perfekt dafür geeignet. Gibt bessere auf jeden Fall.
Also immer wenn es so ein Forza-Ton gibt, wo es eine Meisterschaft oder irgendwelche Rennen zu machen ist, dann nehme ich diese diese Meisterschaft. Passt die halt immer neu an. Es geht immer recht schnell, okay, wenig Aufwand. Gut. Ich war vorher noch 11, jetzt bin ich 4. Nein, noch. Vielleicht noch Podium? Okay, da kommen die Autos wieder. Nicht Wi-Fi, meine Freunde. Nee, wird ein vierter Platz werden. Wohl. Komm. Nee, reicht nicht mehr. Schade. Aber immerhin zweimal Vierter, einmal Siebter. Gab auch schon Schlimmeres. Damit bin ich in der Meisterschaft jetzt noch immerhin noch Dritter geworden. Teile den dritten Platz mit einem Lotus Exige. Und vor mir ist noch ein M2 und ein Audi TTS. Ach Mist. Aber ich glaube, wäre ich Erster geworden, hätte ich die sogar gewonnen. Okay. Das wäre ziemlich gut gewesen. Aber der Erfolg ist trotzdem, das wäre das Wichtige. Ob wir jetzt gewonnen haben oder nicht. Ja, dann haben wir jetzt einen neuen Porsche vorpackt. Tja. Dafür nehme ich auch gerne Niederlagen in Kauf. Und immer noch 8400 EP. Leider kein Wheelspin, schade. Wäre noch zu schön gewesen. Und dann sehen wir uns gleich im Porsche wieder. Da ist da der quasi neue, oder für mich neue Porsche Cayman GTS. Also vom Typ 981C. Ist nicht der ganz neue, der ganz neue ist glaube ich der 718 Cayman. Das ist noch hier der richtig geile Cayman, noch mit 6-Zylinder Boxermotor hier. In der Mitte übrigens, kein Heckmotor, wie bei Porsche üblich, ist hier ein Mittelmotor. Den ich auch so ein bisschen sehen kann. Hat 340 PS, ist also ordentlich, wie doch nur so 1,4 Tonnen. Also ist ein nettes Auto. Den fahren wir jetzt mal direkt. Natürlich hier 7-Gang PDK, Standard, ne? Das Beste vom Besten. Kostet aber auch deswegen immer 70.000 Euro, was ganz schön viel ist. Aber man gönnt sich ja sonst nichts, ne? So. Meiner hat logischerweise Heckantrieb. Wie normal. Mein. Ich erst ja leider nicht mehr. Mein hat normalerweise Allrad. Normalerweise. Nee. Der Sound ist geil. Der erinnert mich an den Sound von Cayman aus Forza Horizon 2. Aber der ist ja, glaube ich, noch ein bisschen anders. Den haben sie, glaube ich, nicht 1:1 übernommen. Oder ich habe ihn anders in Erinnerung zumindest. Ich bin den Wagen lange nicht mehr gefahren. Ich auch ein austauschbarer Heckspoiler, ne? Ist auch am Start. Sieht auch richtig nice aus. Schöner Wann Sound hast hier. Du das 2er Horizon das letzte Mal gefahren? Das ist ein paar Monate her. Ja. Und aktiv sowieso nicht. Nur was ich zweimal oder so gespielt, dann wieder ein paar Monate nicht mehr. Man geht schon ordentlich ab. Top Speed angegeben, ich glaube 285 mit PDK. Ich glaube, 2 km/h mehr denn ohne PDK mit Handschalter. Jetzt der nächste links. Oh, ist schon nett, ne? Fährt ja auch super. Wir sind noch gerade schon ein Rennen gefahren, testweise, um auch die Tageszeit auf Tag zu ändern. Und der GTS, der rasiert schon ordentlich. Wenn was auch am Fahrer lag, natürlich. Aber da, ja. Auch im Regen, ich bin da wirklich eigentlich ziemlich gut gefahren. Obwohl es meine erste Fahrt war. So, ich gehe mal kurz auf 200 km/h, dann trete ich mal voll in die Eisen. Guck mal, wie die Bremsen sind. Sollte ja nicht so schlecht sein. Und stopp. Ja, kann ich mich mit anfreunden auf jeden Fall. Dann probieren wir mal die Launch Control aus. Oder ich versuche es jetzt ein bisschen nachzumachen. Du kannst auch mitmachen, Micha, ne? Bereit? Ja, ja. Ja. 3, 2, 1, go. Auch im ersten Gang direkt Grip. Na gut. Wenn sein Allrad, ne? Ist halt am Start ein bisschen besser. Aber der Wagen kommt auch, finde ich, ganz gut ohne Allrad aus. Ist natürlich wie immer Geschmackssache, eben das seine. Aber ich brauche da kein Allrad. Fährt sich auch so gut. Ich meine, die Cockpit an sich. Kannst auf alle Fälle zur Seite schieben.
Ja, ich fahre die nächste rechts. Ist auch hier ein schönes Cockpit. Ich meine, Porsche typisch, schön verarbeitet alles. Sieht richtig geil aus. Schöne Schaltwippen am Lenkrad. Zentraler Drehzahlmesser, links Tacho. Öl mit Alcantara-Leder ausgeschlagen. Also würde ich auch nehmen, echt. Kaufen nicht, da habe ich kein Geld zu. Dem macht es schade, das Geld auf jeden Fall. Das ist schon echt eine Menge Holz. Nächste links. Nee, echt ein gutes Ding. Ich sehe mal so ein bisschen die Kurvenlage. Bei Höhengeschwindigkeiten. Ich versuche es zumindest. Ah. Mein klar, es ist kein Monster, aber mein für 340 PS, der marschiert schon ordentlich. Ja, wunderbar, ey. Okay. Ja, hat man gesehen. Wunderbar. Nee, aber fährt sich echt gut. Der Sound, ne? Boah. Echt fett. Ein Porsche und Boxermotoren und die Sechszylinder. Das ist einfach, das ist göttlich, das musst du. Der neue Cayman hat ja leider nur 4 Zylinder mit Turbo. Nicht scheiße. Aber gut. Tja, und Porsches können sogar Barrel Roll machen. Hat nicht ganz geklappt. Ich können einfach alles, die Jungs von Porsche, ne? Dann fahren wir so mal hast du mir gerade eine gemacht? Ja. Wieder gelandet. Wir fahren jetzt mal zum Parkplatz hier in Byron Bay. Machen einen Schuss für heute. Den Wagen werde ich mir genauer im Let's Play anschauen. Demnächst. Lohnt sich auf jeden Fall, glaube ich. Oh ja. Bin zwar schon in Cayman GT4 gefahren, aber doppelt hält besser, ne? Und es ist ein Porsche. Hat quasi Porsche-Bonus und, ja. Ist halt geil. Der spuckt aber auch Feuer, ne? Meine Güte. Ein bisschen. Mal dann schön einparken. So. Was halbwegs an der Parklücke drin steht vielleicht. Ja, ich würde sagen, so bescheiden beim Parken eine 1 plus. Micha, naja. 5 minus mit dem Schild umfahren. Das müssen wir noch üben. Ein wirklich geiles Auto. Mit dem Let's Play dran kommen, ist halt nur die Frage, wann. Es sind vorher noch ein paar Autos geplant und dann halt auch Zuschauerwünsche, die ich gerne erfüllen würde. Deswegen, Leute, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns vielleicht beim nächsten Mal wieder, beim nächsten Forzaton. Das glaube ich sogar, war das der eine Woche geht? Kann das sein? Ja, irgendeine geht eine ganze Woche lang. Wann das Video kommt, muss ich gucken. Ich habe ja eine ganze Woche Zeit, theoretisch. Werde ich sehen. Dann bis zum nächsten Mal. Achso, danke natürlich, Micha, fürs Mitmachen. War schön mit dir. Gerne. Ja, Spaß gemacht. Dann tschüss. Tschüss.